Hier nochmal ergänzt. Zusätzlich zur Prozedur oder zur Funktion Fakultät, die wir ja gerade schon kennengelernt haben, definiere ich beispielsweise mal eine Funktion über nm. Ich prüfe zunächst ab, ob die Randbedingungen gelten, 0 kleiner gleich m und m kleiner gleich n. Und in dem Fall liefere ich zurück Fakultät von n durch Fakultät von m mal Fakultät von n minus m. Entsprechend der Formel. Im Fehlerfall, wenn das hier nicht gilt, liefere ich einfach mal minus 1 zurück. Da werden wir dann hinterher noch sogenannte Exceptions, also in einer späteren Unterrichtseinheit, noch sogenannte Exceptions kennenlernen, mit denen man halt entsprechende Fehler behandeln kann. Was passiert jetzt hier an dieser Stelle? Hier ist die Main-Prozedur und hier wird aufgerufen über von 6,3. Über führt dazu, dass die Funktion aufgerufen wird. Es werden zwei lokale Variablen n und m angelegt und n wird mit 6 initialisiert und m wird mit 3 initialisiert. Die Bedingung ist erfüllt. Es wird also diese Return-Anweisung ausgeführt und zunächst wird berechnet Fakultät von n. N speichert jetzt aber den Wert 6. Also wird berechnet Fakultät von 6. Zahl bekommt hier als lokale Variable den initialen Wert 6 in dem Fall. Und dann wird das berechnet. Dann wird hier erneut Fakultät von m aufgerufen. M hat ja jetzt den Wert 3 und ausgeführt. Und dann wird nochmal Fakultät aufgerufen von n minus m. N minus m, n hat den Wert 6, m hat den Wert 3, 6 minus 3 ist 3, also wird Fakultät von 3 erneut berechnet. Und wenn ich aber berechnen will, also 7 über 4, dann kann ich entsprechend hier aufrufen über 7,4 und in dem Fall wird diese Funktion aufgerufen, n mit 7 initialisiert und m mit 4. Und es wird hier aufgerufen Fakultät von n, also Fakultät von 7, durch Fakultät von m, also Fakultät von 4, mal Fakultät von n minus m. N minus m ist dann bei 7 minus 4, also Fakultät von 3. Und daher folgt jeweils dann ein Aufruf dieser Fakultätsfunktion.